Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen. In dem heutigen Abschnitt möchte ich auf die Frage eingehen, was ist die Tora? Heute kennen wir die Tora unter der Bezeichnung das Gesetz Mose. Die Tora beinhaltet alle Satzungen, Weisungen, Gebote, Verbote und Gesetze, die Gott sein Volk gegeben hat. Viele Christen erschrecken vor das Gesetz der Bibel. Sie haben das Gefühl, sie könnten dadurch in ihre Freiheit eingeschränkt werden und versuchen schon gar nicht, ihr Wissen über die Tora zu vertiefen. Aber wir müssen uns die Frage stellen, ist ein Gesetz wirklich so schlecht? Was würde passieren in einem Land ohne ein Gesetz? Diebe, Verbrecher, Mörder hätten die Freiheit zu tun, was immer sie wollen. Wer garantiert deine Sicherheit? Wir müssen uns klar machen, dass ein Gesetz im Grunde da ist, unserem alltäglichen Leben zu regeln und zu ordnen. Es gibt dir Sicherheit und unterscheidet, was richtig und falsch ist. Die Tora ist mit das Wort Gesetz unglücklich übersetzt worden. Die richtige Übersetzung wäre Weisung bzw. Unterweisung. Der Unterschied zwischen einer Unterweisung und Gesetz ist, die Unterweisung kann zum Beispiel eine Erziehungsmaßnahme sein. Zum Beispiel der Vater unterweist sein Kind, dass er seine Hand nicht auf eine heiße Herdplatte legen soll, damit er sich nicht verbrenne. Für das Kind scheint auf den ersten Moment als ein Verbot zu sein, aber in Wirklichkeit will sein Vater nur schützen vor einer Gefahr. Ein weiteres Vergleich ist ein Zaun. Der Zaun symbolisiert die Tora. Gott baut einen Zaun, innerhalb diesem Zaun befinden sich Schafe. Die Schafe symbolisieren uns Menschen. Die Schafe bzw. wir Menschen können uns in diesem Bereich frei und sicher bewegen. Innerhalb diesem Zaun oder Grenze herrscht Sicherheit, Freude und Freiheit. Jetzt werden manche behaupten, ja, aber durch einen Zaun wird man eingeschränkt in seiner Freiheit. Aber die Tora schränkt nicht ein, sondern das ist die Grenze, wo Gefahren lauern. Das ist im normalen Leben oder im Arbeitsleben auch nicht anders. Man muss sich auch an Regeln halten, um keine Probleme mit dem Arbeitgeber zu haben. Niemand würde sagen, dass man im Gefängnis ist. Der Zaun bzw. die Tora ist die Grenze, wo sagt, bis dahin und dann ist Schluss, sonst wird es gefährlich. Brechen wir aus diesem Zaun aus, dann lauern Gefahren auf uns. Das ist das Prinzip von Segen und Fluch der Tora, die in dem 5. Buch Moses Kapitel 28 geschrieben steht. Im Vers 1 bis 9 steht geschrieben, der Herr, euer Gott, wird euch zum bedeutendsten aller Völker machen, wenn ihr wirklich auf ihn hört und nach allen seinen Geboten lebt, die ich euch heute gebe. Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Gesegnet werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen und eure Rinder, Schaf- und Ziegenherden wachsen sehen. Eure Körbe werden voller Früchte und eure Backtröge voll Mehl sein. Der Herr wird euch segnen, wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. Wenn eure Feinde euch angreifen, hilft euch der Herr, sie in die Flucht zu schlagen. In alle Himmelsrichtungen werdet ihr sie auseinanderjagen. Der Herr, euer Gott, wird euch mit reichen Vorräten beschenken und alles gelingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er wird euch in dem Land segnen, das er euch schenkt. Wenn ihr seine Gebote beachtet und so lebt, wie es ihm gefällt, macht er euch zu einem heiligen Volk, das ihm allein gehört. So hat er es versprochen. Wenn wir innerhalb der Tora wandeln, also nicht aus der Grenze hinausgehen, dann wird Gott uns segnen. Alles, was wir tun und auch unsere Nachkommen werden gesegnet. Wenn wir aber nicht nach den Geboten Gottes wandeln, wenn wir aus dem Zaun herausbrechen, beziehungsweise wenn wir die Grenze überschreiten, dann lauern Gefahren auf uns, beziehungsweise Flüche können auf uns gehetzt werden von Gott. Das lesen wir in demselben Buch, Kapitel 28, ab Vers 15. Da heißt es, wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und nicht all seine Gebote und Ordnungen befolgt, die ich euch heute gebe, dann wird sein Fluch euch treffen. Verflucht werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. In euren Körben werden keine Früchte und in den Backtrögen wird kein Mehl sein.
Ihr werdet keine Kinder bekommen, eure Felder werden Missernten bringen und eure Rinder, Schaf und Ziegenherden werden dahinschwinden. Verflucht werdet ihr sein, wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. Der Herr wird euch ins Unglück stürzen und alles misslingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er wird euch in die Verzweiflung treiben. Ihr werdet bald zugrunde gehen und umkommen, wenn ihr euch in eure Bosheit von ihm abwendet. Der Herr wird euch die Pest schicken, bis keiner von euch mehr in dem Land lebt, das ihr jetzt einnehmen sollt. Er wird euch mit Schwindsucht, Fieber und Entzündungen plagen. Euer Getreide vernichtet er durch Dürre und Pilze. Das Unheil wird euch bis in den Tod verfolgen. Der Himmel über euch wird verschlossen sein, als wäre er aus Eisen, und der Ackerboden hart wie Stein. Statt Regen wird der Herr Staub und Sand auf euer Land fallen lassen, bis ihr umgekommen seid. Der Herr wird euch euren Feinden ausliefern, sie werden euch in alle Himmelsrichtungen auseinanderjagen. Mit Grauen werden alle Völker der Welt eure Schicksal verfolgen. Eure Leichen wird man nicht begraben, sondern den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß überlassen. Der Herr wird euch mit den gleichen Krankheiten plagen wie damals die Ägypter. Eure Haut wird von unheilbaren Geschwüren, Ausschlägen, Beulen und Wunden befallen sein. Der Herr wird euch in den Wahnsinn treiben, in geistige Umnachtung und Verwirrung. Am helllichten Tage werdet ihr wie Blinde umhertappen. Alles, was ihr in Angriff nehmt, wird scheitern. Gott ist hier sehr klar und deutlich, was passieren kann, wenn wir nicht nach seine Wege wandern. Ich denke, wenn wir heute unsere Welt beobachten und sehen, wie viele Menschen es gibt, die mit Krankheiten geplagt werden, mit Armut, Gewalt und noch viel mehr, dann erkennen wir, dass Gott recht hatte. Er hatte uns vor diesen Gefahren gewarnt, aber die Menschen wollen sich nichts vorschreiben lassen, wie sie zu leben haben. Sie wollen ihre eigenen Wege gehen, ihre eigenen Regeln befolgen. Sobald aber die schlechten Früchte, die der Mensch gesät hat, auf uns selbst treffen, wie Krankheiten, Todesfälle, behinderte Kinder, Kriege und noch viel mehr, dann sind sie noch so egoistisch und sagen, wenn es Gott geben würde, würde es uns nicht so schlecht gehen. Warum lässt Gott dies und das zu? Wo ist Gott? Und versuchen, ihre schlechten Werke und Taten Gott unter die Schuhe zu schieben. Ich empfehle jedem, sich den ganzen Kapitel 28 im 5. Buch Moses nachzulesen, um das Prinzip von Segen und Fluch noch näher zu verstehen. Aber warum wird die Tora so negativ belastet? Nicht nur Ungläubige, auch Gläubige lehnen die Tora ab. Viele Gläubige können nichts damit anfangen, weil sie das Alte Testament wie ein geschichtliches Buch lesen und nicht als Wort Gottes. Das Problem ist, dass vieles, was wir darin lesen, uns sehr seltsam vorkommt. Es kommt uns fremd vor oder sogar den Sinn nicht verstehen. Und der Mensch ist gewohnt, alles, was fremd wirkt oder nicht versteht, lehnt er ab. Wir müssen aber Gott mehr Vertrauen schenken. Die Tora ist nicht negativ, sondern eine Bedienungsanleitung des Lebens. Die Tora hat auf jede Lebenssituation eine Antwort. Die Tora ist Freiheit und nötig. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag helfen, zu verstehen, was wirklich die Tora ist, dass es was Positives für unseres Leben ist und für unseren Glauben. Mit Einhalten der Gebote erhalten wir nicht nur Segen von Gott, sondern zeigen wir unseren himmlischen Vater, dass wir ihn ernst nehmen und dass er real ist für uns. Und dass wir ihn lieben. Ich bedanke mich für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal.